Moin Leute, und heute zeige ich euch drei richtig heftige Outfit-Glitches. Und zwar zeige ich euch, wie ihr das Sanitäter-Outfit bekommen könnt, wie ihr die Special Agent-Marke vom 11IB auf eurem Outfit glitchen könnt und am Ende zeige ich euch sogar noch, wie ihr das Nose- bzw. Polizei-Outfit bekommen könnt. Und das alles mega einfach. Bevor wir mit dem Video starten, würde ich euch jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video dazulassen und die Leute, die mich noch nicht abonniert haben, warum denn? Diese Outfits sind richtig heftig. Aber ich würde mal sagen, legen wir doch mal los. Als erstes zeige ich euch, wie ihr das Sanitäter-Outfit bekommen könnt. Dafür braucht ihr erstmal einen bestimmten Job. Den Job habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt, könnt ihr euch markieren. Aber dazu braucht ihr auch noch eine spezielle Ausrüstung. Und zwar fahrt jetzt zur Ammunition und kauft euch das LCD-Kopfhörer. Das ist nämlich ganz wichtig, Leute, damit ihr auch zum Beispiel die Cappy beim Sanitäter mit rausglitschen könnt bei diesem Job. Und ihr braucht natürlich auch einen Freund oder eine random Person, der mit in den Job reingeht, da dieser Job für zwei Personen ist. Und Leute, der Hoster dieses Jobs kriegt das Sanitäter-Outfit mit einem langärmeligen Outfit und der so den Job beitretet, eurem Freund zum Beispiel, der bekommt das Sanitäter-Outfit mit Shorts und kurzem Hemd und so weiter. Also die Outfits sind verschieden, sprich wenn ihr das andere Outfit haben möchtet, müsst ihr eurem Freund sagen, ey, starte mal bitte den Job. Aber in meinem Fall möchte ich das langärmelige Outfit haben, da ich das persönlich cooler finde. Deswegen starten wir jetzt einfach mal mit dem Job. Seid ihr in den Job drin und habt euren Freund eingeladen, könnt ihr einfach den Job starten. Seid ihr in den Job gespawnt, werdet ihr merken, dass ihr mit dem Outfit gespawnt seid. Denn als nächstes müsst ihr ins Interaktionsmenü gehen, geht auf Stil, Accessoires und bei Ausrüstung drückt ihr nur einmal die linke Pfeiltaste, Leute. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass ihr nur einmal die linke Pfeiltaste drückt. Habt ihr einmal die linke Pfeiltaste gedrückt, werdet ihr schon merken, dass ihr diesen LCD-Kopfhörer ausgewählt habt. Jetzt könnt ihr das Interaktionsmenü schließen und geht aufs Handy, geht auf Job, drückt Viereck und bestätigt das Ganze mit X. Ihr werdet jetzt aus dem Job rausgehen und wenig später in GTA Online spawnen. Und Leute, was soll ich euch sagen? Ihr habt jetzt schon das Outfit rausgeglitscht. So einfach ist dieser Glitch. Als nächstes müsst ihr nur noch zu irgendeinem Kleidungsgeschäft oder Ammunition fahren und euch das Outfit einfach abspeichern. Und schon habt ihr das Sanitäter-Outfit. Aber Leute, kommen wir doch mal zu FIB Special Agent. Damit ihr richtige FIB Special Agent werden könnt, braucht ihr natürlich auch das richtige Outfit. Und Leute, es gibt eine Möglichkeit, euch die Marke rauszuglitschen. Denn dieser Glitch ist tatsächlich auch sogar Solo. Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Ihr braucht eine bestimmte Vorbereitungsmission beim Casino-Raub. Denn ihr braucht die Vorbereitungsmission Hackergerät. Sprich, ihr müsst ein paar Vorbereitungsmissionen spielen, damit ihr diese Vorbereitungsmission freigeschaltet habt. Habt ihr diese Mission freigeschaltet, geht ihr jetzt hin und startet diese Mission. Und Leute, jetzt braucht ihr ein bisschen Glück, denn dieser Glitch funktioniert nur, wenn ihr mit einem Anzug draußen spawnt, den ihr eigentlich gar nicht ausgerüstet habt. Sprich, wenn ihr ein Outfit vom Job bekommen habt, den automatisch ausgerüstet wurde. Ist das nicht passiert, Leute, müsst ihr das nochmal neu starten, beziehungsweise eine andere Sitzung suchen und das dann nochmal neu probieren. In meinem Fall habe ich das in der öffentlichen Sitzung gemacht, aber es geht auch in der Freundes- oder Einladungssitzung. Das ist einfach tatsächlich ein bisschen Glückssache. Leute, ich bin ehrlich, in meinem Fall hat es beim zweiten Mal funktioniert, also auch nicht first try. Deswegen macht das einfach, Leute. So, in meinem Fall bin ich jetzt mit dem Anzug draußen gespawnt. Als nächstes fahrt ihr zu Ammunition und wählt euer Outfit aus, worauf ihr später die Marke haben wollt. Oder wählt einfach irgendein Standard-Outfit aus. In meinem Fall, Leute, habe ich jetzt hier zum Beispiel das Sanitäter-Outfit rausgewählt, worauf ich gerne die Marke haben möchte. Aber wichtig, Leute, das Outfit darf keine Tasche haben oder darf auch keinen fetten Pullover oder sonst irgendwas haben. Also sollte relativ normale, dünne Kleidung sein, sonst ist die Marke unter der Kleidung und bringt euch nichts und bei der Tasche könnt ihr das Outfit später nicht abspeichern, wegen der Tasche. Deswegen solltet ihr schon darauf achten, welches Outfit ihr jetzt bei Ammunition auswählt. Habt ihr ein Outfit bei Ammunition ausgewählt, könnt ihr die Mission jetzt einfach weiterspielen, sprich ihr fahrt jetzt zur Missionsstelle, wo die ganzen FIB Special Agents auf euch warten, ihr tötet die mal kurz alle und klaut euch mal die Marke. Habt euch die Marke angeeignet, werdet ihr schon sehen, dass euer Charakter die Marke um sich gegangen habt. Und jetzt, Leute, fahrt jetzt einfach wieder zur Ammunition und speichert euer Outfit einfach ab. Wie geil ist das denn? Und jetzt seid ihr richtige Special Agent fürs FIB. Ihr könnt jetzt theoretisch die Mission weiterspielen bzw. zu Ende spielen, aber mein Tipp, Leute, verlasst die Mission einfach, denn da könnt ihr einfach die Mission so oft nochmal neu starten und andere Outfits mit eurer FIB-Marke ausrüsten. So als kleiner Tipp nebenbei. Auch zu guter Letzt, Leute, kommen wir jetzt zum Nose-Outfit. Wie ihr das Nose-Outfit bekommt, ist auch relativ einfach. Denn Leute, in der Videobeschreibung habe ich natürlich wieder einen Job verlinkt, wo ihr das Outfit rausglitschen könnt. Und für diesen Glitch braucht ihr natürlich auch wieder diesen LCD-Kopfhörer.
Habt ihr das alles, startet ihr jetzt die Mission. Und Leute, wenn ihr das Nose-Outfit haben möchtet, muss euer Freund die Mission starten. Wenn ihr das Polizei-Outfit haben möchtet, müsst ihr selber starten. In meinem Fall wollte ich jetzt das Nose-Outfit haben, deswegen hat mich jetzt einfach mein Kollege eingeladen. Seid ihr jetzt im Job drinne, könnt ihr einfach den Job starten. Habt ihr den Job gestartet, werdet ihr merken, dass ihr jetzt mit dem Nose-Outfit gespawnt seid. Jetzt geht ins Interaktionsmenü, geht auf Stil, geht auf Accessoires und bei Ausrüstung drückt ihr einmal die linke Pfeiltaste. Das ist wichtig, Leute, dass das nur einmal die linke Pfeiltaste ist. Werdet merken, dass ihr jetzt den LCD-Kopfhörer ausgewählt habt und könnt das Interaktionsmenü jetzt wieder schließen. Und Leute, ich zeige jetzt auch nochmal, dass mein Freund jetzt das Polizei-Outfit hat. Ihr seht ja jetzt, ich habe das Nose-Outfit, bei mir steht Nose dran und bei ihm steht Police dran. Sprich, wenn ihr die Outfits haben möchtet, müsst ihr einmal die Seiten switchen, je nachdem, was ihr haben wollt. So, und jetzt ist hier natürlich wieder das gleiche Spiel. Geht aufs Handy, geht auf Job, drückt Viereck und bestätigt das Ganze mit X. Ihr verlasst jetzt den Job und spawnt wenig später in einer Open Lobby. Seid ihr in der Lobby gespawnt, fahrt jetzt einfach wieder zur Omination oder Kleidungsgeschäft und speichert euch das Outfit einfach ab. Und so einfach ist es schon, Leute. So habt ihr jetzt die krassesten Outfits in GTA Online. Ich hoffe, euch hat das kleine Glitch-Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich mega freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben könntet. Und für die Leute, die mich noch nicht abonniert haben, warum denn nicht? Die Outfits sind doch geil und mega einfach zu bekommen. Deswegen, Leute, wir sehen uns mal bei einem anderen Video wieder. Bleibt gesund, euer Wombat. Ciao.